Gude aus Chiang Mai, meine Lieben. Ja, keine Angst, es wird kein Coronavirus-Video. Mir persönlich geht es so, dass gefühlt jedes dritte Video auf YouTube mittlerweile von diesem Thema handelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, langsam kann ich es nicht mehr hören. Ja, also es ist ein bisschen viel. Zumal wir hier in Thailand ja auch schon länger mit der Problematik beschäftigt sind und in Deutschland ja lange das St. Florian-Prinzip galt. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd das des Nachbarn an. Ja, jetzt wurde das Nachbarhaus dann vor einiger Zeit angezündet in Italien und plötzlich ist alles wieder hektisch und nervös und panisch und durch die Medien geschürte Berichte über Hamsterkäufe grasieren, ja, all das kann ich nicht mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll jeder doch damit zufrieden sein, wie er damit zurechtkommt und das Beste daraus machen. Wie gesagt, wir haben hier derzeit andere Probleme und das ist hauptsächlich hier der Smog in Chiang Mai. Es ist fürchterlich. Man muss es wirklich so sagen, wir haben hier Werte, die sind jenseits von Gut und Böse. Und normalerweise kann ich von meinem Balkon aus wunderbar die Berge genießen. Aber seit einigen Tagen oder fast schon einer Woche sehe ich keine Berge mehr. Das heißt, früher hat man ja in seiner Naivität gesagt, es ist diesig. Heute weiß man, dass es einfach die Luftverschmutzung ist. Ja, und damit haben wir hier, sage ich mal, im Moment sehr viel mehr zu tun. Wir haben Atemprobleme, gerade bei älteren Menschen, wie meiner einer. Und die Augen brennen, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich bin jetzt hier hergefahren an einen wunderschönen Tempel. Und da zeige ich euch nachher noch ein paar kurze Aufnahmen von. Aber erstmal will ich ein neues Thema hier einleiten und das ist Glaube und Aberglaube in Thailand. Ja, deswegen habe ich mir hier auch diesen Ort mal ausgesucht. Ich fand den ganz passend. Thailand ist ja, sage ich mal, so weit über 90% vom buddhistischen Glauben her geprägt. Aber das hält die Leute natürlich nicht davon ab, auch an andere Geister zu glauben. Und heute will ich mich mal dem Thema in dieser neuen Reihe widmen. Und zwar, wie schützt man sein Haus am besten gegen böse Geister und zieht gute Geister an hier in Thailand? Da gibt es zum einen die Möglichkeit, in jede Ecke des Grundstücks ein Badstück zu positionieren. Das soll den Geldsegen und ja so weiter fördern, also dass man immer genug Geld hat im Haus und auch wieder die bösen, neidischen Geister quasi davon abhalten, auf das Grundstück zu kommen. Ja, wirkt bislang bei mir ganz gut, kann mich nicht beschweren. Das ist mal eine Möglichkeit, das wissen also auch die wenigsten, was. Vielleicht haben schon viele das mal hier irgendwo gesehen, zufällig, dass in irgendeiner Ecke ein Badstück gelegen hat. Und das dann vielleicht auch, oh, ich habe ein Bad gefunden, aufgehoben. Sollte man also nicht machen, das dient also dem Besitzer des Grundstücks dann zum Schutz desselbigen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Dann muss man auch aufpassen, wie man gewisse Möbel stellt. Es wäre jetzt zum Beispiel ungünstig, den Altar für einen Buddha, den man hier so gut wie in jedem Haus findet, direkt gegenüber der Fernsehcouch zu positionieren und da sich dann drauf zu lümmeln und mit den Füßen Richtung Buddha zu zeigen. Also das sollte man auch nicht tun. Das könnte ja auch den Buddha verärgern. Ja. Auch wenn dort ein Königsbild hängt oder so. Auch das ist nicht unbedingt förderlich für den Haussegen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich diverse andere Geister freundschaftlich zu
erschließen, indem man auch für die kleine Altäre aufhängt, an die Wand hängt oder wie auch immer. Also möglichst hoch, weil je näher am Himmelsgewölbe, desto besser. Aber man sollte dann auch irgendwo drankommen und nicht jedes Mal eine Leiter benötigen. Auch dort werden dann die Gaben den Göttern oder den Geistern dann in dem Fall dargebracht. Das heißt, Getränke von Wasser über rote Fanta oder sonstige rote Getränke, meistens im Mix, ein Wasser, ein rotes Getränk und dann je nach Belieben kleine Spielzeuge noch dazu bestellt oder Räucherstäbchen wären auch ganz nett. Ja, und dann kann man sich auch davor hin knien und da beten oder man kann es auch im Stehen machen, das ist keine Sache. Man sollte halt immer nur die Schuhe dabei ausziehen, auch ganz wichtig. Ja, all das soll, sage ich mal, dem Haussegen helfen, klar zu bleiben und gut zu bleiben und sich selber ein Stück vom Glück der Götter zu ergattern. Wo ich vorhin bei den Möbeln war, ist es auch nicht ratsam, das Bettende in Richtung einer Toilette auszurichten oder Richtung, ich sage jetzt mal, Richtung Norden wäre auch nicht so günstig. Ja. Da wäre es dann schon besser, Richtung Süden wäre ideal, wenn das Kopfende dort ist. Auch das dient dem Glauben an dem Aberglauben. Ja, aber es wird hier ziemlich ernst genommen, solche Sachen. Und ich musste mein Bett am Anfang wirklich öfters umstellen, bis meine Frau dann mit der Position zufrieden war. Weil sie hat gesagt, wenn das Bett dann so steht, dann kann sie nicht richtig schlafen und so weiter und so fort. Ja, was macht man nicht alles? Und daraufhin haben wir dann Möbel gerückt und bis es dann gepasst hat. Ja, jetzt haben wir es zwar nicht direkt nach Süden hingekriegt, aber immerhin nicht in die schlimmsten Richtungen. Mein Sohn hat das Glück, dass er ein Zimmer hat, wo er sein Bett Richtung Süden ausrichten kann, ohne dass es auf irgendwelche Toilettenanlagen oder sonstiges zeigt. Und ja, auch das haben wir dann so ausgerichtet. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Einblick, was man so tun kann, um sein Haus vor bösen Geistern zu schützen und die Guten anzuziehen. Das war eine kleine Exkursion in den thailändischen Glauben. Die Reihe wird fortgesetzt, logischerweise. Es gibt dort noch viel zu erzählen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch was und viel Vergnügen jetzt mit den folgenden Bildern über den wunderschönen Tempel hier. Bis dann, ciao, ciao, macht's gut.